Ey, wisst ihr, was ich geil finde? Pass mal auf, wir gucken uns jetzt mal ein Video an. Das ist geil für kleine Streamer. So, stellt euch jetzt mal vor, pass auf, Maxify hat ein Video hochgeladen. Wir spenden 5000 Euro an kleine Streamer. Und jetzt mal Real Talk. Ich finde die Aktion, klar, es gibt solche Videos, gibt es übel oft auf YouTube und so, aber ich finde die Aktion mega geil, weil gerade kleine Streamer, die es echt schwer haben, hochzukommen. Es ist einfach so heutzutage, du hast so Schwierigkeiten, hochzukommen als kleiner Streamer oder auch die Community beizubehalten. Das ist so geil, weil wenn du halt jemanden unterstützt, ne, keine Ahnung, wenn du jetzt ein bisschen Geld gibst, so, die können sich halt mehr Equipment leisten oder mehr Mut, es ist mehr Motivation am Start, dass sie auch mal gesehen werden. Finde ich eine geile Sache und wir gucken uns das mal an. Ich bin da sehr gespannt, wie die es auch drauf reagieren und generell, wie das Video so ist. Okay, wir gucken uns das mal an. Let's go. Im Video wird markant, wie man immer mehr und mehr Geld spenden und am Ende werden es echt krasse Spenden und überkrasse Reaktionen, wie zum Beispiel diese. Toll, sie weiß das. Oh nein! Deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da für weitere Videos und ich würde sagen, wir fangen jetzt an Let's mit go! diesem Video. Aufgepasst! Aufgepasst! Wir werden heute kleinen Streamern, die so 10 bis 15, vielleicht auch weniger Viewer haben, Geld spenden, aber... Aber nicht ich und auch... 10 bis 15 Viewer. Fuck. Ich hätte mir einen neuen Account erstellen müssen und dann mit vielen Fake-Accounts wäre ich reingegangen, hätte dann so 10 Zuschauer gehabt in der Hoffnung, dass mir Maxify 5000 Euro einfach so gibt. Einfach 2 Monate sich dadurch finanzieren, weil Maxify da einfach Geld rausballert. Let's go. Auch nicht wir, sondern du. Haben wir jetzt, müssen wir nur noch Streamer finden. Warte mal, wer war zu der Zeit live? Herr Newstime. Ich hätte Herr Newstime einfach das Geld gegeben, damit er sich vielleicht wieder ein bisschen anders entwickelt, warte. Aber nicht warte. Ich und auch nicht wir, sondern wer du. War noch oben? Haben wir jetzt. Okay, oben war. Ja gut, hier, die sind zu groß. Die sind so bei Papa Platte und sowas. Herr Newstime, Push Art, okay. Alter, Push Art, what the fuck? Der hat 5000 Zuschauer? Nee, sie. Ach, das ist Carina? Die hat 5000 Zuschauer? Nee, hä? Nee, Push Art ist nicht. Ich verstehe gar nichts mehr. Wer ist Push Art? Muss man nur noch Streamer finden, die wenig Viewer haben. Was ist mit ihm hier? Den fühle ich. Online schlafen, spende gleich Wecker. Kannst du bitte Wake aufstehen? up! So, jetzt 5 rein Euro, ins let's go. So, schauen wir mal, ob es funktioniert hat. Komm. Ist das Scams? Wird einfach nicht angezeigt? Ja! Es hat funktioniert. Warte ab, bitte. Warte ab, warte ab. Guck mal, die sieht. Alter, sie hat einfach. Ey, wirklich ohne Scheiß. Diese Person hat's verkackt einfach. Wie kann man so krass reinscheißen? Sie hätte damit safe noch mehr Geld bekommen. Wäre sie aufgewacht. Wie aussieht? Wie denn? Harlequin? Genau. Wir machen 25 Euro. Oha. Montana Black hat ihr schon 4000 Euro gespendet. Ehre! Kannst du alle meine Entchen dingen? Okay, alles klar. 20 Euro haben wir jetzt gespendet. Kommt gleich. Kai hat 20 Euro gespendet. Oh, ist ja. Ja, das ist süß, ne? Anderes Ding. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, es ist ein Maxify-Fan. Ja. Euro. Nee, ich bin so einfach. Ja, 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 schreib. Und in dem. Das wird klappen. Du bist's! Sorry, das ist jetzt kurz ein Fangirl-Moment. Das ist. Oh, nice! Gott, das ist falsch. Jetzt frag sie. Singen, ich und singen. Das ist doch nicht schwer. Ja, alle meine Entchen schwimmen auf den. Also, ich hätte gesagt. Gruß, Digga. So viel zum Thema kleine Streamer. Stimmt, sie hatte über 60 Zuschauer. Ja, also enorm kleine Reichweite einfach. Enorm kleine Reichweite an der Stelle. Ja, also wir spenden Geld an Streamern, die so 10 bis 15 Zuschauern haben. Und die zweite Streamerin, die wir hier reinnehmen, ja, die hat 67 Zuschauer. Ich denke, das ist genau unser Ziel. Nee, hat trotzdem eine stabile Aktion. Go. Alle meine Entchen schwimmen. Guck mal, wäre das jetzt ein Maxify-Fan gewesen, dann hätte sie nicht gesungen. Jetzt ist es aber Maxify am Start, jetzt singt sie. Das ist crazy, Leute, das ist crazy. Schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Der tanzt mit ihr. Toni, moin. Ja, danke, jetzt dürft ihr mich auslachen. Nee, wir haben dich gar nicht ausgelacht, gar nicht. 500. Als Sprachaufnahme bekommen. Ey, sie hat 70 Zuschauer, sie bekommen jetzt sogar eine 500er Doni. Warum waren die nicht bei mir am Start? Gehabt. Scheiße. Ich hätte 500 Euro gern angenommen, Maxi. Danke, Mann. Sieht ja gut an, oder?
Ich find krass, was du machst, ja? Ich find's cool. Ist auch zu groß. Ich bin 1,83 klein. Ja, ne? Vielen Dank. Bei wem? Bei mir und dir. Ja, klar, kannst du bei dir auf jeden Fall. Danke. Joe, das wird nachher nicht gehen. Aber das Date geht 500 auf Euro einfach. Das Date geht auf dich. Ich kaufe mir ein Dino-Kostüm. Ja! Oha! Perfekt! Ey, Video fertig, wie das ja. Ende, was ist hier los? Ich darf 200 IQ-Move Geld beim PayPal einfach danach zurückziehen. Voll schlau, du hast ein Video, wo du viel Geld bekommst für dieses Video. 8 Minuten, das Video wird bestimmt 300.000, 400.000, 500.000 Aufrufe bekommen, schätze ich jetzt einfach mal. Kann ich mir vorstellen, weil es ja auch ein krasses Video ist, ja so an sich auch gut gemacht. Du ziehst das Geld zurück und bekommst halt bloß die Einnahmen von diesem Video. Das ist sauschlau. Das ist wie bei solchen Technik- oder Tech-Review-YouTuber, die bestellen sich bei Amazon, keine Ahnung, Handys, dann reviewen die das, machen ein Video drüber und schicken das Handy wieder zurück. Also die kaufen sich das Handy nicht, sondern die schicken das wieder zurück. Voll schlau. Hallo Rezo erstmal. Hi. Was soll er machen? Zeig mal deine coolsten Schuhe bitte. Okay, zeig mal deinen besten Sneaker. Ja. Hä? 10 Euro. Bro, wer auf jeden Fall mir den 10er gerade gespendet hat, ich küsse dein Herz. Persönlich, ich sag mein zweitbester. Ich will das aber den krassesten sehen. Dann spende doch jetzt einfach mal 100 Euro und sag, hol den bitte aus dem Koffer. Messi hat mir gerade einen Hundi gespendet. Boah, Digga, was geht ab? Wir wollen den einen Schuh sehen. Wie viele Zuschauer hatten wir eigentlich? Ich hab mir gerade einen Hundi gespendet. Der hat 6 Zuschauer. Alter, einfach mit 6 überlegt. 100 Euro einfach. GG. Nice, Ohami. Alter, der schreibt auch hier aktiv im Chat, okay. Ah, Digga, was geht ab? Wir wollen den einen Schuh sehen. Wir machen jetzt dieselbe einfach Taktik, Leute. Mach doch direkt nochmal 100. Bitte beeilen. Er holt den Schuh. Ja. Nochmal 100 Euro. Oh, das ist der fresheste. Oh, das ist der fresheste. Das ist aktuell mein coolster Schuh für mich persönlich. Ja, wenn er jetzt auf sein Handy guckt, sieht er nochmal eine 100 Verdono. Broco PayPal. Ey, Messi, Digga, ey. Ja, warte, hallo, was geht dir gerade ab? Digga, er hat mir einfach 110 gespendet, Digga. Voll mein Gott, ich küsse dein Herz, Digga. Aber warte, ich bin angefangen. Der Mann ist vor 7 Minuten. Alter, stell euch das mal vor. Ihr streamt mit 6 Zuschauern, auf einmal kommt jemand und haut euch über 200 Euro rein. Junge, ihr habt es einfach geschafft, Leute. Er macht gerade eine Story. Einfach 210 Euro. Hey, wie cool. Ich hoffe, er hat sich davon ein neues Paar Sneaker nochmal. Ob ich Max auch hot finde, Max? Max? Also er sieht nicht schlecht aus und er wirkt auch sehr sympathisch, aber hot finde ich nur Julian. Ja, genau. So, oh. Oh, Mann. Das war's, Teller. Ja. Das kommt so komisch rüber. Extra nur 5 Euro gespendet, weil man sich so denkt, oh nee, Alter, ich wurde gerade schon wieder mies gekorbt. Scheiße, Mann. Sie fein, danke nochmal für 5 Euro. Sind Frank, nur 200, was? Julian meine ich natürlich the one and only, the Franklin, you know? Ah! Franklin ist auch ein YouTuber und Streamer. Der ist auch relativ groß, aber ich weiß nicht, wie viele Zuschauer der so hat. Der macht so Fitnesszeug. Der hat mich mal tatsächlich geradet. Ja, also der hatte mich mal hier geradet oder gehostet oder so. Deswegen, Grüße gehen raus an The Franklin. Yeah. Okay, ja, dann. Bin auch groß. Eigentlich auch, ja. Und gib mir dafür also es geht, mittelmäßig. Ich bin da auch. Ja, ja, weil sie so eine ehrliche, treue Seele ist. Ja, treue Julian hat 100 Euro gespendet, deswegen mag sie ihn mehr. Ja, ich denke, hier muss man nochmal 200 Euro spenden und dann läuft das. Standen. 250 Euro hast du gespendet. Oh mein Gott. Wenn das jetzt ein Fake-Account von Julian ist, dann raste ich wirklich komplett aus. Oh nein, jetzt ruft sie an. Julian, dann ruft jetzt ihren Freund an. Nee! Ich hab 250 Euro gespendet! Kennt er mich? Ich glaube, der boxt dich immer. Genau, aber dass er dich boxt. Viel Spaß! Ja, genau. Oh nee, er kennt mich, glaube ich, oder? Maxify, aber der war doch schon mal bei. Bin ich sogar, wir sind uns fast getroffen, auf Madeira, Rudi. Schon bei mir im Stream am Chat. Ich kenn noch weiß ich nicht, ich kenn ihn nicht. Ich dachte. Oh! Ich glaube, hier wurde gerade mies gekorbt, Leute. Er hat gesagt, die haben sich getroffen und Maxify kennt ihn einfach nicht. Oh, scheiße. Oh, das ist hart. Das ist hart, Leute. Das ist belastend. Maxify, Bruder, Kuss geht raus, mein Lieber. Kuss geht raus. Scheiße. Auf Madeira, was denn? Er wurde gerade gebaitet. Warte doch mal, das kannst du nicht. Warte, was? Yo, Julian war geil auf Madeira. War geil auf Madeira, mega Party und die Girls waren wild. Erinnerst du dich? Oh, geil, Mann. Stell dir mal vor, es ist auch wirklich passiert. Kennst du die Meinung?
Ja, jetzt kommt die Doni. Oh, oh Gott, nein. Nein. 20 Euro. Jo Julian war geil auf Madeira. Mega Party und die Girls waren wild. Erinnerst du dich an Jersey? Sie davon weiß, weiß ich ja noch gar nicht, solche Jessie. Sie weiß das. Alter, Scheiße. Oh, nein. Leute, so entstehen Beziehungsprobleme. Schwierige Angelegenheit. Ich rausgehauen. Yo, Julian, war geil auf Madeira. Mega Party und die Girls waren wild. Erinnerst du dich an Jessie? Ey, Julian ist damn sympathisch. Julian ist damn sympathisch. Was? Alter. Was? Boah, 500, was? Er hat 500 Euro reingespendet. Scheiße. Julian. Maxi-Fall, das ist doch alles fake. Hör auf, ich will nicht dein Geld. Hör auf. Alter, was? Was, 500 Euro Donation? Lustiger. Das wird jetzt Monte sagen, ja? Ein Spin ist es genau. 500 Euro Donation. Lustiger. Junge, überlegt euch das mal. Da spendet ihr an 500 Euro und du was? 500 Euro Donation? Lustiger. Einfach 500 Euro. Junge, da würde die Bude brennen, ja? Da wird da einfach mit einem Flammenwerfer würde hier einfach die ganze Wohnung abgefackelt werden. So, mit 500 Euro kannst du dir noch ein neues Gaming-Zimmer direkt einrichten. Ein Monat hart gearbeitet für die Anerkennung. Heftig, ja. Das ist schon krass, muss ich sagen. Das ist schon krass. Erstens, du verrätst es mit der Jessie nicht und zweitens, du machst das Video ablaufen. Ich kann nicht mal hier öffnen. Julian ist so sympathisch, ne? Ich weiß echt nicht, mit was ja, ich das sehr und wie funny, ich das verdient habe. Ich weiß nicht, wie ich darauf klarkommen soll. Was soll sie machen? Ein Gedicht? Über Dinos. Du hast okay. Dinos nicht bekommen und bekommst deine Dinos jetzt. Danke. 100 Euro. Titi. Oh mein Gott. Maxi-Fi. Oh mein Gott. Oh, danke schön für die. Keine Ursache. Sehr gerne. War auch ein bisschen mein Geld, ne? Kannst du mir jetzt ein persönliches Gedicht über Dinos sagen? Ich bin nicht so die Dichterin, aber... Ich kann mal googeln, ob ich was finde. Und danke schön noch für dein Follow. Vielen lieben Dank. Ja, danke, Ju. Danke. Leute, wenn ich jetzt immer was gespendet bekomme, dann mache ich nur noch diesen hier. Einfach nur Kuss, Digga. Einfach egal wie hoch, wie klein, einfach Kuss, Digga. Und es wird einfach ignoriert, es wird einfach weiter gestreamt. Einfach nicht drauf reagiert. So, stell euch das mal vor, ihr spendet 500 Euro. Und es wird einfach nicht drauf reagiert. Würdet ihr es wieder zurückziehen? Was würdet ihr machen? Das ist schon wild, ne? Gerne, gerne. Oh mein Gott, mir ist es so unangenehm, weil ich nicht genau weiß, wer du bist. Oh, belastend. Ja. Oh mein Gott, nee! Oh mein Gott, das ist nicht so ganz speichern. Ja, ich gucke jetzt mal nach einem Gedicht. Oh, unangenehm. Dinos lieben wir. Dinos mag doch jeder hier. Leider leben sie nicht mehr. Leider ist das lange her. So ein echter Superheld fehlt uns noch in unserer Welt. Achso, das geht nicht weiter. Na toll. Weißt du was? Also, das belohnen wir, ne? Das belohnen wir. Das belohnst du, richtig. Ich belohne das, ja. Vielen Dank. Mehr schreibe ich nicht. Ja, okay. Krass. 1000 Euro Doni. 1000 Euro Doni, Leute. Was? So. 1000 Euro Doni? Oh mein Gott, Maxi-Fi. Keine Ursache. Schlecht. Wieso? Ich kann das nicht. Oh mein Gott, danke schön. Jetzt bin ich sprachlos. Oha, das muss nicht sein. Also. Alter. Aber auch wie ruhig sie reagiert. Ich glaube, ich hätte mir einen Fuß gebrochen, weil ich umgeknickt wäre oder so, weil ich aufgestanden wäre und dann wäre ich außer Rand und Band gewesen. Sie so, ja, das muss nicht sein. So. Krass. Schon krass. So, nie vielen lieben Dank. Wie ist denn die Kamera? Ja, Toni, genau so. So, ja. Das ist echt heftig gerade, ne? Ich würde sagen, für 1000 Euro würde ich mir freiwillig mein anderes Kreuzband reißen. Kuss, geht raus. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen durchatmen. Ja. Lassen Sie mal ein bisschen durchatmen und du machst Feierabend. So, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Die Frage ist, waren das jetzt 5000 Euro? Hat jemand nachgerechnet? Hat jemand nachgerechnet, ob das 5000 Euro sind? Und hier ist sogar... Das